Willkommen zum Gig Sonntagsgig, 11. Sonntag im Jahreskreis, Farbe Grün, und wir wollen Jünger Jesu werden. Tage nach Ostern feiern wir Christi Himmelfahrt. 60 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten. 70 Tage nach Ostern feiern wir Fronleichnam. Und es geht darum, dass wir gestärkt werden in dieser Ordnung der Liturgie für unseren Auftrag, nämlich sogar Tote aufzuerwecken, Unreine zu heilen, Dämonen auszutreiben. Das sind Autoritäten, die uns Jesus gibt, die eigentlich nur er hat. Und wie bekommen wir diese Autorität? Erstmal durch die Taufgnade, dann aber auch durch die Sakramente und vor allen Dingen, wir haben gerade Fronleichnam gefeiert, durch die heilige Eucharistie. Wir sehen hinter uns den großen Dom in Fulda, die älteste Kirche St. Michael von Deutschland. Warum sind diese Kirchen gebaut worden? Sehr aufwendig, um einen Raum, einen Tempel zu bauen für das Opfer Jesu Christi. Also für diesen Opferkult des unblutigen Opfers Jesu Christi. Dadurch werden wir Teilnehmer an dieser Autorität Christi für unsere Welt. Und viele fragen sich, wie macht ihr das, Brüder, wenn ihr in diese Ghettos geht, wie tut ihr das wirklich verändern? Wir sind keine Sozialarbeiter, wir machen auch keine riesengroßen sozialen Programme, wir bringen Jesus. Und wenn Jesus in ein Ghetto kommt, dann müssen die Dämonen gehen. Sie haben keine Wahl mehr. Und das müssen wir auch in unser Leben machen, sakramental Jesus leibhaftig einladen in unsere Gegenden, in unsere Region, in unsere Pfarrei, in unser Zuhause, dann müssen die Dämonen gehen. Dann werden die Unreinen rein, dann werden die Toten auferstehen. Und dazu segne euch und stärke euch mit allen Gaben des Heiligen Geistes, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war der Sonntagskrieg hier aus Fulda und hinter mir ist die älteste Kirche Deutschlands und die heißt St. Michael, also unser Patron für Deutschland. Und was macht der heilige Michael? Er stärkt uns im Kampf gegen die bösen Mächte. Und dazu sind wir aufgerufen. Jesus gibt uns die Autorität dazu, die Kraft dazu, wie durch die Eucharistie. Und das feiern wir jeden Sonntag, deswegen ist der Sonntag so wichtig und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, euch wiederzusehen. Macht's gut, Gottes Segen, euer Pater Paulus.